Wer macht das und wofür? Hallihallo Freunde, heute melde ich mich mal etwas später. Es ist jetzt schon 2:30 ungefähr und ich bin ein bisschen am Strand gewesen heute mal ohne allen möglichen Krams mal wieder. Und ja, habe mir mal einen Taucher und Schnorchel gekauft. War mal ein bisschen schnorcheln und so, ganz entspannt, mal wirklich eine halbe Stunde, 40 Minuten nur im Wasser gewesen. Echt schön. Und ja, jetzt bin ich noch mal ein bisschen weiter gefahren. Mal zu diesem KRK Camping oder so heißt das. Das ist, ach, weiß nicht, irgendwie ist mir sowas immer unsympathisch. Es ist riesengroß hier, alles ist abgezäunt, als wäre das irgendwie so ein, man kann das hier auch sehen, ganz gut. Überall sind Zäune drum. Ich wäre jetzt gerne mal zum Meer da hinten gegangen, aber ja, da müsste ich über den Campingplatz gehen und so, da habe ich auch keine Lust so richtig zu. Aber da werde ich einfach mal schauen, wie ich ans Wasser komme und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. So, ich wandere jetzt hier mal entlang, weil ich habe hier zwei Leute gesehen, so mit Kühlbox und so, und ich dachte, hier kommt man nicht zum Wasser, aber mal schauen. Und übrigens brauchte ich dann nicht mal zu fragen nach einem Platz oder so, weil die ersten Deutschen, die da hingefahren sind, die sind dann auch gleich wieder, also haben gefragt und dann sind sie direkt wieder los und sind abgehauen. Also ja, kein Platz mehr frei. Freunde, ich bin jetzt gerade so einen Seitenweg reingegangen, ihr habt das gerade schon gesehen, so kleine Ausschnitte. Da frage ich mich doch wieder, wer macht das und wofür? Ja, ich habe keine Ahnung, ich kann hier nichts erkennen, steht auch nichts. Einfach so eine Art Mauerfahrt-Dings. Keine Ahnung, verrückt. Ja, nichts weiteres rausgefunden. Immer gerne, ne? In die Kommentare, wenn ihr irgendwie wisst, wofür das ist oder war, keine Ahnung, vielleicht weiß es ja zufällig jemand, und ja, gerne reinschreiben, auf jeden Fall. Eieiei. Also, ich konnte nur einen kleinen Fitzel aufnehmen, weil Kameras waren leider verboten. Aber, weil da war nämlich ein FKK-Strand und ich glaube, das hätte YouTube auch nicht so gut gefallen, wenn ich da jetzt groß gefilmt hätte und so. Also, ich hoffe, der Ausblick hat euch gelangt. War echt cool. Ja, geil, Freunde. Ich war gerade unterwegs und dann habe ich so einen Wohnmobil-Stellplatz gesehen. Und dann bin ich da rangefahren und dann meinte er, ja, 25 Euro mit allem drum und dran und so. Ich sage, ich brauche nichts, ne? Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommen wir mit. 3 Minuten weiter, ne? Also ist er mit dem Roller vorgefahren. Und dann hat er mir so einen Stellplatz hier gezeigt. Ja, kostet jetzt 10 Euro die Nacht. Und hier ist übrigens auch Strom und so. Also immer ein bisschen nachhaken bei den Jungs. Also die scheinen noch irgendwas in der Hinterhand zu haben oder ihr könnt auf jeden Fall handeln und das war geil. Also ich schreibe euch auf jeden Fall den Namen mal hier drunter, jetzt gucke ich gleich mal nach, wie der genau heißt und ja, genau, kleiner Tipp. Also ein Stückchen, also wirklich 3 Minuten von KRK entfernt und auch mit Strand direkt hier an der Dings, sagte er jedenfalls. Mal gucken, wie das gleich aussieht und ob ich ihm glauben kann. Ja, geile Nummer auf jeden Fall. Es sind nicht mal eine halbe Minute hierher zum Strand. Hinter mir seht ihr den Strand. So eine kleine Bahn und alles, ja, alles, was man braucht eigentlich. Und das für 10 Euro halt, ist wunderbar für mich. Brauche ich nicht wieder in Angst campen. Nein, Spaß, aber ist halt angenehmer. Ich blende jetzt auch noch mal ganz kurz ein, wo mein Bus steht und wo ich stehe. Und dann könnt ihr ganz gut erkennen, wie die Entfernung ist. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt hole ich mal ganz kurz meine Sachen und so und gehe noch mal eine Runde baden. So, ich glaube, es gibt keine bessere Aussicht als diese, um einen Vlog zu beenden.
Ich zeige es euch gleich. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und ein Abo da lassen, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Also ich werde morgen mal versuchen, mit der GoPro ein bisschen beim Schnorcheln aufzunehmen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall mal. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall zum Abschluss mal die Aussicht. So, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Also, haut rein.